Das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, man kann sich bei diesem Thema lange Vorreden sparen. Das neue Jahr hat im Krisenmodus begonnen, und zwar in einer Art und Weise, wie wir das selten erlebt haben. Nach mehreren iranischen Provokationen und der Tötung von General Soleimani durch die USA befand sich die Region vor wenigen Tagen am Rand eines Krieges, nicht mehr und nicht weniger. Und in dieser Lage standen und stehen für uns nach wie vor drei Dinge im Vordergrund. Erstens die akute Krise, denn wir befinden uns nach wie vor in einer Krise, diplomatisch zu entschärfen. Zweitens die Nuklearvereinbarung mit dem Iran zu erhalten. Und drittens die Stabilität und die Einheit des Iraks zu sichern, die ist eng verbunden mit der Fortsetzung des Kampfes gegen den IS. Und dabei geht es um ureigenste europäische Sicherheitsinteressen. Zur Deeskalation. Auch wenn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die akute Gefahr eines militärischen Konfliktes für den Moment gebannt zu sein scheint, die Lage bleibt und ist nach wie vor ernst. Das ist mir auch vorgestern noch einmal bei einem Besuch in Jordanien deutlich geworden, sowohl in den Gesprächen mit unseren Soldatinnen und Soldaten als auch mit dem jordanischen Kollegen, dem Außenminister Ayman Safadi. Dass alle Beteiligten nach dem Blick in den Abgrund, nichts anderes war das in den letzten Tagen, inzwischen einen Schritt zurückgegangen sind, das verdanken wir, und dabei bin ich mir sicher, auch diejenigen, die sich in den letzten Tagen gemeinsam mit uns für die Deeskalation in diesem Konflikt eingesetzt haben. Seit Tagen sind wir nahezu ununterbrochen im Kontakt mit den europäischen Kollegen, mit Mike Pompeo, dem NATO-Generalsekretär, mit Josep Borrell, dem Außenbeauftragten der Europäischen Union, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und mit vielen Amtskollegen aus der Region, im Übrigen auch mit dem iranischen Außenminister Javad Zarif. Und zugute kommt uns Europäern dabei, und das ist in den letzten Tagen auch sehr deutlich geworden, dass wir belastbare Gesprächskanäle zu allen Seiten haben. Die haben wir genutzt und die werden wir auch in den kommenden Tagen und Wochen weiter nutzen. Und zugute kommt uns auch, dass Europa in diesem Konflikt von Anfang an mit einer Stimme gesprochen hat. Und dafür war es wichtig, dass der Sonderrat der EU-Außenminister am Freitag den EU-Außenbeauftragten Borrell auf unsere Bitte hin erst einmal einberufen hat und wir ihm ein klares Mandat gegeben haben, in den nächsten Tagen auch in der Region, insbesondere in Bagdad, weiter auf Deeskalation hinzuwirken und das auch als Europäische Union insgesamt. Und bereits am nächsten Montag werden wir uns erneut im Kreis der EU-Außenminister treffen, um die weiteren Schritte miteinander abzustimmen. Und ich kann Ihnen auch sagen, auch für die am Sonntag geplante Berliner Libyen-Konferenz, auch diese werden wir nutzen, um uns am Rande mit allen wichtigen Akteuren aus der Region über die Lage am Golf zu besprechen und nach weiteren Schritten und Möglichkeiten zur Deeskalation zu suchen. Meine Damen und Herren, der zweite Handlungsstrang betrifft die Nuklearvereinbarung mit dem Iran. Und unser oberstes Ziel ist und wird dabei bleiben, dass der Iran keinen Zugang zu Nuklearwaffen erhalten darf. Und deshalb mussten wir auch handeln, als der Iran am 5. Januar angekündigt hat, auch noch die letzten Beschränkungen für die Urananreicherung aufgeben zu wollen. Und deshalb haben wir gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien den im Nuklearabkommen vorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus aktiviert, wohlgemerkt nicht, um aus der Vereinbarung auszusteigen, sondern innerhalb der vorgegebenen Verfahren den Iran dazu zu bringen, vollständig zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren. Und der Streitschlichtungsmechanismus, der ist genau für diese Fälle geschaffen worden. Und er gibt uns jetzt auch den nötigen Verhandlungsspielraum. Und es gibt auch keinen Automatismus hin zur Befassung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder zum Wiedereinsetzen der Sanktionen. Klar ist aber ganz genauso, wir werden uns nicht ewig von Teheran hinhalten lassen. Diejenigen, die jetzt, und die gibt es ja auch, unseren endgültigen Ausstieg aus der Nuklearvereinbarung fordern, die muss man ganz offen fragen, was wäre dadurch gewonnen? In keinem Land der Welt werden mehr Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde durchgeführt als im Iran. Und die Zeit, die der Iran zur Entwicklung von Nuklearwaffen bräuchte,
ist heute trotz der Verletzung des Irans zumindest immer noch deutlich länger als vor Inkrafttreten der Nuklearvereinbarung. Und auch die Gespräche über die destabilisierende Rolle des Irans in der Region oder über sein ballistisches Raketenprogramm werden keinen Deut leichter, wenn wir durch den Wegfall der Nuklearvereinbarung ein weiteres Problem uns noch zusätzlich schaffen. Aber letztlich wird der Iran sich aber entscheiden müssen, ob er weiter kooperiert oder ob er sich immer weiter in die Isolation begibt. Und das gilt übrigens auch mit Blick auf den schrecklichen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine durch die iranische Flugabwehr. Der Iran schuldet den Opfern der betroffenen Länder nicht nur eine Entschuldigung, die er auch ausgesprochen hat, sondern er schuldet vor allen Dingen Transparenz und volle Kooperation, damit dies alles bis zum letzten Deut aufgeklärt wird. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und den Menschen, die nun im Iran auf die Straße gehen, denen schuldet die iranische Führung, dass sie ihr Recht auf friedliche Demonstration und Meinungsfreiheit achtet. Niemand, der dort auf die Straße geht, nur um seine Meinung zu sagen, hat es verdient, von den dortigen Sicherheitskräften diskriminiert oder angegriffen zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der dritte Punkt betrifft den Irak. Wenn wir in Europa ein Interesse haben, dann haben wir vor allen Dingen ein erhebliches Sicherheitsinteresse daran, dass das Land durch den jüngsten Konflikt nicht wieder in Krieg und Chaos zurückgeworfen wird. Das droht aber gerade. Schließlich sind die Folgen der IS-Terrorherrschaft noch lange nicht überwunden. Nach wie vor können über 1,5 Millionen Binnenvertriebene nicht in ihre Heimatorte im Irak zurückkehren. Und auch der IS stellt weiterhin eine reale Gefahr für die Sicherheit des Iraks und der ganzen Region dar. Das haben die Anschläge, die es in den letzten Wochen gegeben hat, durchgeführt vom IS im Irak, noch einmal eindrücklich unter Beweis gestellt. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht im Irak. Beim Kampf gegen den IS und bei der Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte, aber vor allen Dingen auch zivil. Durch ein wirklich großes Maß an humanitärer Hilfe, an Stabilisierung und auch an Wiederaufbau. Und jetzt gilt es, diese Erfolge zu sichern. Und bei allen Überlegungen dazu, wie das gelingen kann, will ich noch einmal für die Bundesregierung festhalten, dabei hat höchste Priorität die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Und deshalb war es richtig, die Kontingente vorübergehend aus den besonders Gefährdeten im Irak zu verlegen. Und deshalb habe ich auch den deutschen Soldatinnen und Soldaten, die ich vorgestern in Al-Asraq in Jordanien besucht habe, noch einmal unsere Wertschätzung auch überbracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sehr dieser Einsatz geschätzt wird, das haben uns gerade unsere jordanischen Gesprächspartner erneut bestätigt. Nicht nur geschätzt, sondern auch in Zukunft für notwendig erachtet. Und nach allem, was unsere Soldatinnen und Soldaten in den letzten Tagen erlebt haben, und das ist alles andere als einfach gewesen, aber auch im Kampf gegen den IS zuvor schon geleistet haben, sollten wir ihnen heute auch von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel bleibt, unsere Unterstützung und die Ausbildung fortzuführen, damit der IS nicht wieder Fuß fassen kann im Irak oder aber auch in der Region. Und wenn der Irak neue Spielräume bekommt, um sich in dieser Region wieder auszubreiten und zu stabilisieren, dann ist der nächste Schritt auch die Sicherheit in Europa, die dadurch gefährdet wird. Und deshalb liegt das auch in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse. Die Vertreter des Auswärtigen Amtes, aber auch der gesamten Bundesregierung, die in den letzten Tagen im Irak sind, um mit der dortigen Regierung, aber auch mit den Vertretern des Parlaments zu sprechen, haben gestern auch den irakischen Premierminister Abdul Mahdi getroffen, um über das internationale Engagement gegen den IS zu sprechen. Und der Premierminister, das kann ich Ihnen berichten, hat bestätigt, dass Bagdad an der Fortsetzung dieses internationalen Engagements ein großes Interesse hat und hat sich in den Gesprächen mit uns auch für einen Verbleib der Bundeswehr im Irak ausgesprochen. Meine Damen und Herren, es gibt eine Resolution des Parlaments und an der wird man auch nicht vorbeikommen. Deshalb ist es richtig, dass die Verantwortlichen in Bagdad
nicht nur mit der Regierung sprechen, sondern die Regierung auch mit dem Parlament. Und wir haben den Verantwortlichen auch deutlich gesagt, wir werden die Souveränität des Irakes immer respektieren. Das heißt, wir werden jede Entscheidung, die dort getroffen wird, akzeptieren. Aber wir werben dafür, dass wir die Unterstützung, die wir bisher geleistet haben, fortsetzen können, weil wir alles andere auch für einen Beitrag zur Instabilität im Irak halten. Und daran kann im Irak niemand ein Interesse haben, und wir haben das auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb sollten wir Europäer insgesamt weiter Kurs halten. Und dieser Kurs lautet, wir wollen keine weiteren Eskalationen. Wir werden diplomatisch alles aufbieten und dem entgegenzuwirken. Wir wollen konsequent den Kampf gegen den IS fortführen. Und wir setzen auf vernünftige Diplomatie statt maximalen Druck. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Nächster Redner ist der Kollege Armin Paulus-Sampel, AfD-Fraktion.